Der ganze Umstrukturierungsprozess, der hat ja schon vor Monaten angefangen und wir haben jetzt eigentlich schon relativ viele Sitzungen und Austausch gehabt. Und da geht es ja vor allem auch darum, das ganze Schweizer Hockey in den Strukturen mal ein bisschen zu analysieren und zu überprüfen. Und da geht es eigentlich jetzt mal ein bisschen darum, was enthält das Konstrukt National League AG in Zukunft, was Swiss League AG und was sind die Aufgaben, respektive Kompetenzen und Dienstleistungen vom Verband, die wir in Zukunft weiterhin werden machen. Ja, das sind natürlich Kompetenzen, vor allem, wo wir unsere Spezialisten darunter haben, sei das ganze Schiedsrichterwesen. Wir werden weiterhin das ganze Schiedsrichterwesen organisieren, dass wirklich wie in einem National League Spiel Schiedsrichter auf Platz sind. Das ist eine riesen Organisation dahinter, auch die ganze Ausbildung von Schiedsrichtern. Dann geht es weiter in die ganze Nachwuchsarbeit. Also der ganze Nachwuchs wird weiterhin beim Schweizer Hockeyverband angesiedelt sein. Da geht es darum, wie du den Nachwuchs weiterentwickeln, dass er sich so entwickeln kann, dass man dann wie jetzt ein Romagnosi irgendwann hoffentlich den besten Verteidiger der NHL haben. Und das sind ganz wichtige Aufgaben, die wir als Verband leisten. Hinten dran sind ganz viele Sachen wie IT, Kommunikation etc. etc., die wir weiterhin werden machen. Und das sind wir jetzt eigentlich in diesen Strukturdiskussionen, nebst auch weiteren Diskussionen, die für uns intern wichtig sind, wie Breitensport und so weiter, am Anschauen und Analysieren. Es ist schon relativ komplex, also für außenstehende Leute ist es sehr komplex, das ganze System zu verstehen. Das Ziel wäre sicher, dass wir das Ganze ein bisschen vereinfachen, dass wir Kompetenz am richtigen Ort ansiedeln, dass wir dynamischer werden in der heutigen Zeit. Das hat jetzt gerade die Corona-Situation gezeigt. Wir müssen schnellere Entscheidungen können treffen, wir müssen dynamischer werden. Aber, und das ist ganz wichtig, wir müssen auch schauen, dass nicht einfach mehr Kosten entstehen durch die ganzen Umstrukturierungen jetzt. Ich glaube nicht, dass es um Sieger oder Verlierer geht. Ich glaube, wir müssen schauen, dass Schweizer Hockey, wenn man dem so will sagen, als Sieger hervorgeht. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, und das hat ja die Auszeichnung von der Sports Awards sozusagen gezeigt, wir haben in den letzten Jahren unglaublich gut geschafft im Schweizer Hockey, hat jede Stufe weiterentwickelt. Also die National League, ein unglaublich gutes Produkt im nationalen Hockey, im internationalen Vergleich. Man hat Nationalmannschaften können weiterentwickeln, den Nachwuchs können weiterentwickeln. Und das ist ganz wichtig, dass wir das Hockey, das Schweizer Hockey, in den Vordergrund stellen und nicht irgendwie Parteien untereinander sind, die dann nachher irgendwo um etwas kämpfen, dass es einen Sieger gibt. Ich glaube, das wäre völlig falsch. Es gibt Sachen, die sicher positiv sind, die sich in Zukunft verändern müssen. Aber es gibt auch Sachen, wo ich der Meinung bin, die es nicht braucht, die für mich nicht zielführend sind. Aber schlussendlich so Entscheid müssen die Clubs selber treffen. Wie gesagt, das ist ja die ganze Ausländerdiskussion, die wir jetzt, wie gesagt, als Verband natürlich eher so ein bisschen mit Besorgnis beachten. Nein, ich glaube, der Austausch findet ja auch schon statt. Schlussendlich, der Entscheid hat bis jetzt schon die Clubs selber getroffen über die Ligaversammlung. Und den Entscheid werden sie weiterhin selber treffen. Aber ich glaube, es geht auch darum, dass sie wirklich das gesamte Bild vom Schweizer Hockey sehen, was alles dahinter ist und was auch auf dem Spiel steht in dem ganzen Prozess. Und darum ist wirklich eigentlich die Hoffnung, dass man im Sinne des Schweizer Eishockeys handelt. Ja, wie gesagt, der Prozess hat im Sommer angefangen. Wir haben jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Struktursitzungen gehabt. Wir haben jeden Monat eine. Jetzt geht es eigentlich darum, die einzelnen Verträge aufzusetzen und auszuarbeiten und die zu diskutieren. Nachher geht es sicher darum, dass wir die ganzen Statuten anpassen müssen. Das ist eine Riesenarbeit, dass wir auch rechtlich keine Fehler machen. Wie gesagt, es wird nächstes Jahr in dieser Saison 2021-2022 wird es eine Übergangssaison geben. Und dann eigentlich erst ab Startsaison 2022-2023, sagen wir mal, müssen dann die neuen Strukturen fix greifen. Und das ist eigentlich eine Riesenaufgabe, die wir jetzt in den nächsten Monaten, nebst Corona, auch noch zu bewältigen haben.